wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des Lebe Mutig Live Podcast. Das ist der Podcast, der mutige Macher interviewt. Mutige Macher, die in ihrem Leben die eine oder andere mutige Entscheidung getroffen haben und deshalb in ihrem Bereich, in ihrer Expertise, in ihrer Nische, in ihrer Branche besonders erfolgreich sind und hervorstechen. Menschen, von denen du und ich was lernen können und von deren Erfahrung universeller Weisheit und großartiger Erfahrung wir ganz viel lernen können. Und ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast. Er nennt sich selbst den Potenzialwecker. Das ist erstmal ein geiles Wortspiel, aber da steckt auch verdammt viel dahinter, weil er hat es sich zur Aufgabe gemacht, als Persönlichkeitstrainer, als Keynote-Speaker die Potenziale in anderen Menschen zu wecken. Er ist Kommunikationstrainer und noch viel darüber hinaus. Er beherrscht sämtliche Sprachen von vielen, vielen Menschen, um bestmöglich mit ihnen zu kommunizieren und ist außerdem ein großartiger Hypnose-Trainer und Hypnose-Coach, bildet andere in Hypnose aus, so auch mich. Und so sind wir auch zusammengekommen. Und er ist darüber hinaus ein ganz, ganz großartiger Mensch mit einem riesigen Herzen. Und von daher freue ich mich sehr, dass er heute Abend hier bei uns im Live-Podcast ist. Herzlich willkommen, mein lieber Jeroen Jörn. Vielen Dank, lieber Kerem. Ich muss dich, glaube ich, jetzt buchen. Du musst mein persönlicher Anmoderator sein. Sehr gerne. Ich spreche hier auch Anrufbeantworter oder Handy-Mailboxen. Das ist gar kein Thema. Man kann sich ja von anderen immer besser loben lassen, als man das selber kann. Du hast es aber verdient, mein Lieber. Danke. Sag doch denjenigen, die dich nicht kennen, vielleicht ein bisschen in eigenen Worten zum Einstieg mal, wie bist du zum Potenzialwecker geworden? Warum begeistert dich das Thema Kommunikation so? Und dann sprechen wir auch über das Thema des heutigen Podcasts, nämlich das Thema Trauer und warum dieses Thema dich gerade in der jetzigen Zeit persönlich so bewegt. Aber erstmal vielleicht ein paar Sätze zu dir. Okay. Also erstmal vielen Dank, dass ich da sein darf. Das ist sehr mutig. Nein, also vielen Dank. Mein Name ist Jeroen Jörn, Potenzialwecker. Wir haben uns irgendwann mal so drüber Gedanken gemacht, wir, das ist meine Frau und ich, was machen wir da eigentlich? Also und letztendlich, Potenzial ist so das, was in uns steckt. Also das ist so meine Definition, Potenzial ist alles, was in uns steckt. Und wir haben uns irgendwie das zur Aufgabe gemacht, das zu wecken, was in uns steckt. Also niemand muss etwas werden, um etwas zu sein, sondern meine Überzeugung ist, dass wir alle alles in uns tragen, um ein erfülltes und leidenschaftliches Leben zu leben. Und manchmal gibt es halt so ein paar Sachen, die uns davon abhalten. Ich nenne sie Handbremsen oder Gummiseile, wie auch immer, die uns so zurückziehen. Du hast es völlig richtig gesagt, meine Wurzeln sind eigentlich im Verkauf, also Kommunikation hast du es so schön benannt, also ich komme eigentlich aus dem Verkauf, Verkaufstrainer, das ist ein, da komme ich her und in den Trainings habe ich dann irgendwann festgestellt, dass wenn ich mit Menschen arbeite, dass viele Menschen das kennen, was ich kann oder was ich so vermittle, sie kennen es, sie haben das Know-how, aber sie kriegen die PS nicht auf die Straße. Und also sie kennen es, aber sie können es nicht. Und dann habe ich mich so da reingefuchst, was ist da los? Also sie haben das Know-how, sie wissen, was zu tun ist, ja, aber sie kriegen es nicht umgesetzt. Und dann habe ich mich damit auseinandergesetzt, was sind denn da so für Handbremsen in den Menschen drin? Und dann kamen halt die typischen Sachen, wie zum Beispiel das Thema Mut, was du ja zum Beispiel auch sehr gut besetzt und sehr gut den Menschen näher bringst. Also Selbstvertrauen, Selbstliebe und so weiter. Ja, also das sind so diese Themen, mit denen man sich beschäftigt. Und dann, wie kann man diese Handbremsen lösen? Ja, und so bin ich dann zum Potenzialwecker geworden. Aus dem Verkaufstrainer wurde irgendwann der Potenzialwecker. Und das machen wir heute, genau. War das eine Frage? Das war eine Frage, ja. So ein bisschen zu deiner Geschichte, damit wir auch wissen, mit wem wir es zu tun haben. Ich kenne dich ja jetzt mittlerweile schon ein bisschen. Wir haben ja schon ein paar Tage auch gemeinsam bei dir in Güstrow verbracht, bei deiner Hypnoseausbildung im sehr, sehr kleinen und intimen Kreis und sind uns näher gekommen. Und von daher, dass alle anderen auch ein bisschen wissen, mit wem wir es zu tun haben. Wie bist du denn zum Thema Hypnose noch gekommen darüber hinaus? Es ist ja jetzt erstmal, also es ist ja noch mal ein Schritt vom Verkaufstrainer und vom klassischen Kommunikationstrainer jetzt zum Hypnose-Coach und zum Hypnose-Coaching-Ausbilder, der andere Hypnose-Coaches macht. Ja, wenn du das so magst, dann ist so bei mir, also ich beschäftige mich seit circa 15 Jahren mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung.
Und ich habe immer nach Wegen gesucht, wie es noch leichter, noch schneller, noch einfacher geht, diese Handbremsen zu lösen, diese Gummiseile zu durchschneiden. Und auf dieser Reise, ich habe früher zum Beispiel nur mit Gruppen gearbeitet. Ich habe nur mit Gruppen, mit großen Gruppen, also Speakerei auf der Bühne mit mehreren tausend Menschen oder wirklich, ich nenne sie immer so schön, Gesprächsgruppen oder Therapiegruppen, also wirklich so Inhouse-Seminare, so 10, 12, 20 Personen. Ja, und da komme ich eigentlich her. Und ich habe etwas gesucht, wie ich in dieser Gruppe schneller zum Beispiel die Ängste rauskriege aus den Menschen, dass sie ihre Ängste loswerden, ja. Und irgendwann bin ich auf das Thema Hypnose gestoßen und habe im Prinzip aber gar nicht etwas gesucht, wie ich eins zu eins mit Menschen arbeiten kann, weil das war überhaupt nicht mein Bestreben, sondern ich habe nach Techniken gesucht, wie ich auf der Bühne mit anderen Menschen, mit Gruppen halt arbeiten kann. Kleine Gruppen, große Gruppen. Und dann war ich bei der X-ten Ausbildung und dort durfte ich erleben, wie jemand, der also wie der Ausbilder einen Teilnehmer gecoacht hat. Und das war so verändern für mich, weil ich erlebt habe, wie wirklich in so einer Zeit wirklich diese Handbremsen gelöst werden können. Und das war für mich so, dass ich gesagt habe, scheiße, es geht ja gar nicht mehr anders. Ich kann ja gar nicht mehr nur auf der Bühne stehen. Ich muss auch eins zu eins machen, weil bestimmte Themen einfach nur eins zu eins ja auch gehen. Das war so der Startschuss für mich, das Coaching zu betreiben, also eins zu eins zu coachen. Und irgendwann, das war dann so ein paar Jahre später, kam eine Frau auf mich zu und sagte, ja, das ist ja alles schön und gut. Aber ich habe das alles schon hinter mir. Ich war in Therapie, ich habe alles hinter mir. Psychologen, Medikamente, stationäre Aufenthalte. Ich habe auch Hypnose schon hinter mir. Und eigentlich bringt das gar nichts. Und nach der fünften Hypnose hat mein Hypnose-Coach damals gesagt, das funktioniert bei Ihnen nicht. Und dann kam sie bei mir irgendwie so, dieses so, naja, dann hast du nichts zu verlieren, dann können wir ja arbeiten. Und sie hat sich dann darauf eingelassen, wir haben gearbeitet. Und dann war es so, dass nach einem Coaching ihr Thema durch war und sie quasi diese Handbremse gelöst hatte. Und dann war also bei mir so, wenn ich das so kann und das so mache mit dem, was ich habe ja verschiedenste Ausbildungen gemacht, das zu meinem Weg irgendwie werden lassen alles. Und wenn das so geht, was ich hier kann, dann müssen das einfach noch mehr Menschen können. Und so bin ich dann quasi vom Coaching hin zum Thema Ausbildung gekommen, dass ich anderen Menschen beibringe, wie ich arbeite und da alles offenlege, wie du ja auch erlebt hast. Also wirklich alles offenlege, dass alle Menschen so arbeiten können, wie ich ja. Genau. Wieso ist deine Art, Hypnose zu machen, anders als diese Hypnosen, die wir so kennen, so diese Show-Hypnose, wo dann ein Hypnotiseur steht und dir einredet, du bist jetzt ein Hund und dann fängst du an zu bellen oder du schläfst jetzt und machst dann lauter verrückte Sachen. Also all das, was man irgendwie so auf Bühnen sieht oder im Fernseher und wo ich mir immer gedacht habe, was ein Unfug. Also ich konnte mit dem gesamten Thema Hypnose nichts anfangen, bis ich dich kennengelernt habe und deine Art der Hypnose. Was genau machst du anders? Die sogenannte Schulhypnose, für alle, die das so bezweifeln, das klappt wirklich und das geht wirklich. Wenn ich so den richtigen Rahmen dafür habe, dann ziehen wir auch mal sowas durch. Menschen, die mich da schon erlebt haben, die haben das auch schon mit mir erlebt, dass dann die kuriosesten Dinge da so gemacht werden können. Das Wichtige ist halt einfach immer, bei Hypnose gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder gibt es eine temporäre, also eine zeitweise Beeinflussung, oder es gibt etwas, wie man wirklich reingeht ins System und das rausnimmt, was quasi das Problem verursacht. Also als Beispiel, und das kennen, glaube ich, auch viele Menschen, das Thema Autosuggestion, sich etwas einzureden. Wenn wir jetzt bei deinem Thema mal sind, jemand hat total Angst, ja, und der redet sich jetzt ein, ich bin mutig, ich bin mutig, ich bin mutig, ich bin mutig. Dann kann der das machen, aber wenn die Grundlage für die Angst immer noch in den Menschen ist, dann kann er sich das so häufig sagen, wie er will. Er wird niemals mutig werden. Ich nenne das immer so, wenn wir einen Scheißehaufen in unserem System drin haben, dann brauchen wir keine Sahne drauf sprühen, dann muss der Scheißehaufen raus. Deswegen ist es wichtig, gewisse Erfahrungsprozesse zu machen. Wenn aber sich Menschen etwas nur einreden, und so arbeiten halt sehr viele Menschen in der Coaching-Branche, deswegen funktionieren so viele Coachings auch nicht nachhaltig, mittelfristig, langfristig, sondern in der Regel viele Coachings, wenn sie funktionieren, funktionieren sehr kurzfristig. Ja, dann kommt halt das Thema immer wieder. Und das ist der große Unterschied, den ich da halt tue. Ich begebe mich wie so ein Trüffelschwein auf die Suche nach der Ursache, nicht nur nach der Ursache, sondern nach dem Auslöser für die Ursache. Und dieser Auslöser wird rausgenommen und schon gibt es auf einmal keine Notwendigkeit mehr für das Problem, egal welches das auch ist, ob das jetzt Redeangst ist oder Angst, auf Leute zuzugehen oder ob das Schmerzen sind, ob das
die Themen, die wir haben, limitierende Glaubenssätze. Ja, ich gehe rein ins System und suche nicht etwas, was damit in Vergangenheit in Verbindung steht. So arbeiten auch einige Hypnose-Coaches, sondern ich gehe rein und suche wirklich, wirklich ganz unten tief, weil so ein Zahnarzt muss das vorstellen bei der Wurzelbehandlung. Die Wurzelbehandlung ist erst abgeschlossen, wenn wirklich alles raus ist. Und so ungefähr mache ich die Hypnose nur ohne Schmerz. Wobei ich sagen muss, dass deine Hypnosemethode, also die regressive Hypnose, wesentlich weniger wehtut als eine Wurzelbehandlung beim Zahnarzt. Und vor allem du in Trance kommst ohne eine Betäubungsspritze. Das ist ja auch ganz wichtig. Ne, also ich habe es ja selber erlebt und habe die Ausbildung bei dir gemacht und wir haben ja auch direkt nach der Ausbildung mit den ersten Coaches, Hypnotis gearbeitet und es ist Wahnsinn, wie du in einer Sitzung von 90 Minuten mit dieser Technik wirklich Schmerzen, Traumata, Erlebnisse aus dem System rausnehmen kannst, die Belastung aus dem System rausnehmen kannst und von daher finde ich es großartig, was du für eine Aktion jetzt ins Leben gerufen hast zum Thema Trauer und was vor allem damit bewegt werden kann. Aber vielleicht sagst du selbst mal ein bisschen was dazu. Wie kam es dazu und was genau hast du jetzt vor? Also bei uns ist ja so, dass wir nach der Ausbildung mit den Menschen, die wir ausgebildet haben, immer noch in Kontakt sind. So haben wir WhatsApp-Gruppen, in denen wir uns austauschen, was passiert gerade, was ist los, wer hat welche Frage, welche Herausforderungen gibt es. Und vor kurzer Zeit kam eine Frau, also die ich ausgebildet habe, die liebe Birgit, vielleicht ist sie auch gerade da, sie kam in die Gruppe mit der Frage, Mensch, was kann ich tun? Ich habe einen Hypnosetermin mit einer Frau vereinbart und es ist Folgendes passiert. Sie haben einen Termin vereinbart, das Thema war bei dieser Frau, dass deren Mutter verstorben war und sie aus der Trauer nicht herauskam, weil durch diese für mich unmenschlichen Maßnahmen, die da gerade draußen passiert sind, war es halt für diese Frau nicht möglich, sich bei ihrer Mutter vernünftig zu verabschieden, die Mutter zu begleiten auf dem letzten Weg, sondern sie hat dann irgendwann erfahren, per Telefon, dass im Krankenhaus die Frau, die sie geboren hat, die sie aufgezogen hat, nach Tagen verstorben ist, ohne dass da irgendeinerlei Kontakt sein durfte. Die Frau hat nicht nur gelitten, weil ihre Mutter gestorben ist, sondern sie hat natürlich unglaublich große Schuldgefühle in ihrem System gehabt. Sie hat neben der Trauer, die ja schon schwer genug ist, wenn wir einen geliebten Menschen verlieren, noch darunter gelitten, unter welchen Umständen sie diesen Menschen, also ihre Mutter, verloren hat. Da hat sie ein Hypnose-Coaching angefragt. Der Termin wurde vereinbart. Sie hat es in der Zwischenzeit aber nicht ausgehalten, ist zur Schulmedizin gegangen und hat Medikamente bekommen, um mit der Situation zurechtzukommen, was da jetzt so ist, weil der Schmerz, das Leid, der Druck, das war einfach zu groß. Dadurch wurde der Hypnosetermin verschoben. Als die Frau dann merkte, dass das Thema Medikamente, dass es nichts bringt für sie, hat sie gesagt, sie möchte wieder einen Hypnosetermin vereinbaren. Und jetzt ist halt das passiert, was das Schlimmste ist, was so passieren kann. Die Frau hat halt dieses Leid, diesen Druck nicht ausgehalten und hat sich das Leben genommen. Und liebe alle, die ihr jetzt das hier seht, wenn das in eurem System irgendwie zum Tragen kommt, möchte ich gerne gleich vorwegschieben, es gibt andere Mittel, es gibt andere Wege. Und vielleicht, lieber Kerem, machst du es. Es gibt wirklich viele Telefonnummern, bei denen ihr euch melden könnt, wenn solche Gedanken in eurem Kopf sind. Es gibt andere Wege aus diesem Problem, aus diesem Großen, aus dieser Dunkelheit, nennen wir es mal, rauszukommen, ohne diesen Ausweg wählen zu müssen. Die liebe Birgit, die also Hypnose-Coach ist und der das jetzt so passiert ist, war natürlich zerstreut, confused, sie war erschüttert, am Boden zerstört, hat sich natürlich in Frage gestellt, habe ich was falsch gemacht, was ist hier passiert, ja, hätte ich anders handeln müssen, oh mein Gott, ich ertrage das nicht, die Last, die auf ihr auch als Coach jetzt lastete, war sehr, sehr groß. Und dann haben wir halt in der Gruppe sie auffangen können, haben mit ihr geredet und dann war auch erstmal alles so in Ordnung für uns. Aber mich hat das beschäftigt. Ich bin ja durch meine Tätigkeit sehr viel im Auto unterwegs. Mich hat das beschäftigt unterwegs. Und irgendwann ist so diese Idee entstanden auf einer Autofahrt, dass man ganz viel über diese ganzen Maßnahmen ja meckern kann. Also ich rede ja gar nicht über das große C und über diesen Virus da, sondern nur das, wie wir damit umgehen. Man kann darüber ganz viel meckern. Man kann
schimpfen gegen das System oder sonst irgendwas. Ja, das kann man ja alles machen und ich verstehe das auch alles. Und das, was wir machen wollten, ist einfach nicht nur also drüber schimpfen, wie es ja so in Deutschland auch ganz häufig ist, sondern einfach etwas tun. Und unser Gedanke dabei ist einfach der, das sind so eine Idee, die entgreift ist, die ich dann in die Gruppe getragen habe von uns Hypnose-Coaches, die Menschen, die ich ausgebildet habe, und sie wurde alles wunderbar, unglaublich toll angenommen. Wir werden, jeder von uns, die sich daran beteiligen, werden vom 13. bis 21.12. zwei Tage komplett kostenfrei arbeiten. Und zwar mit Menschen, die Menschen verloren haben unter solch richtig beschissenen Maßnahmen und die einfach in dieser Dunkelheit leben und damit nicht zurechtkommen. Es kann nicht sein, dass in so einer Welt, in der wir leben, dass so etwas passiert. Wir sind letztendlich die 5 reichste Industrienation und Menschen können ihr Trauer, ihr Leid nicht leben, nicht ausleben. Und mit allem, was dazugehört, Wut, Verzweiflung, das darf auch alles sein. Ja, aber wenn es dazu führt, dass Menschen sich selber etwas antun, weil sie das nicht aushalten, diesen Schmerz nicht aushalten, da muss was passieren. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir helfen. Und wir sind mit allen drum und dran, die das jetzt so kurzfristig einrichten konnten, weil es war wirklich ganz schnell, sind wir knapp 20 Coaches jetzt, die Menschen helfen, die darunter leiden, unter diesem Thema leiden. Und aus der Erfahrung heraus, ich traue mich das gar nicht zu sagen, aber Trauerarbeit ist für uns mit der Art und Weise, wie wir arbeiten, ist das für uns wirklich sehr schnell gemacht. Also aus unserer Sicht, auch wenn das Leid sehr groß ist und die Menschen sehr stark trauern, vielleicht mal als Beispiel, ich persönlich habe sogar mit einer Frau mal gearbeitet, die 36 Jahre lang in pathologischer Trauer war. Das heißt also eine sehr stark zementierte und auf die Lebensqualität beeinflussende Trauer. Das heißt, bestimmte Wochentage, Monatstage, Geburtstage, Weihnachten und so weiter, Uhrzeiten, war diese Frau out of order. Sie war raus, sie konnte nichts außer sich zurückziehen und weinen und teilweise dann keine Tränen mehr haben, weil alles zu viel war. 36 Jahre hing diese Person in der Trauer fest und konnte sich nicht vorstellen, wie das sich irgendwann in ihrem Leben ändern solle. Auch zwar auch eine sehr, sehr doofe Umstände, so nenne ich es einfach mal jetzt, worunter sie ihren geliebten Menschen verloren hat. Und das Coaching selbst hat knapp eine Stunde gedauert und danach konnte diese Person an die verstorbene Person denken und in Liebe und Dankbarkeit da sein. Und das ist das Krasse wirklich an der Technik der regressiven Hypnose, die ich ja auch kennengelernt habe bei dir, die wirklich für mich Wunder wirkt und also es ist krass, was das kann. Und ich glaube, jemand, der sich noch nie mit Hypnose an sich oder generell mit dieser Technik auseinandergesetzt hat, und das ging mir auch so, und ich glaube sehr viel und ich bin jemand, der aber sehr tief reinschaut, bis ich wirklich überzeugt bin von etwas. Und ich konnte es anfangs auch nicht glauben, bis ich es selber erlebt habe. Und diese für diejenigen, die sich jetzt denken, wie soll das denn gehen, denen kann ich nur ans Herz legen, probiert es mal aus. Und gerade wenn ihr ein Thema mit Trauer habt und wenn ihr jetzt live mit dabei seid, könnt ihr gerne auch hier unten den Fragensticker mal nutzen und hier auch die ein oder andere Frage zum Thema Trauer und Trauerbewältigung, Trauerarbeit stellen. Auf die können wir gerne eingehen mit Jeroen zusammen. Gerade wenn du da was mit dir rumträgst, gerade jetzt aus den letzten 20 Monaten und jemanden verloren hast oder nicht richtig trauern konntest, weil du jemanden verloren hast oder einfach eine Traurigkeit in dir trägst über das, was gerade passiert und mit vielen Dingen einfach den Umgang nicht richtig findest mit dir selber, dann kann ich dir das wirklich sehr, sehr ans Herz legen. Sich da mit Jeroen und all den Coaches, die das Ganze gerade in der Aktion anbieten, auseinanderzusetzen. Ihr habt, glaube ich, eine Webseite und da stehen alle Coaches drauf. Die sind über ganz Deutschland verteilt. Da stehen die freien Termine und man kann sich einfach dann dort melden und bekommt kostenfrei dieses Coaching, für das du normalerweise, ich glaube, 600 Euro nimmst, richtig? Richtig. Ja, das heißt, ein 600-Euro Coaching geschenkt, um hier wirklich zu helfen und die Scheiße, die hier andere angerichtet haben und die uns alle betrifft, zumindest ein bisschen zusammenzufegen und dahin zu packen, wo es hingehört, nämlich ins Klo und nicht bei dir ins System.
Da kommt schon die Frage, gibt es einen Link? Ja, selbstverständlich. Wie ist denn der Link? Ich muss ihn kurz überprüfen, ob ich ihn richtig im Kopf habe. Potenzialwecker.de? Potenzial. Ich kann ihn auch, ich setze ihn auch bei mir in die Bio rein, ja? Ja, also wir packen das auch natürlich in die Shownotes im Nachgang vom Podcast. Jetzt einmal für die, die live mit dabei sind, schreib's doch oder ich schreib's gerade mal hier auch in die Kommentare, wenn du es mir einmal sagst. Potenzialwecker. Genau, mit Z, ne? Potenzialwecker.de/Hypnoseaktion. Potenzialwecker.de/Hypnoseaktion in einem Wort? Genau. Hypnoseaktion. Zack. So, da steht's. Da findest du dann alle Coaches, da findest du die Termine, da findest du die Orte, wo die Coachings stattfinden. Ganz wichtig, Potenzialwecker mit Z, Potenzialwecker mit T gehört irgendwem anders, die Domain. Genau. Bin ich auch schon mal falsch gelandet. findest du dann mehr. Habt ihr, wenn ihr dabei seid, ein Trauerthema, über das ihr oder über das wir sprechen können, über das auf die Frage, auf die wir eingehen können? Keine Angst, es kam eben schon die Frage, bin ich dann live im Podcast zu hören? Nein, wir schalten dich nicht live mit dazu, sondern du kannst dir die Frage stellen und wir gehen auch anonym auf die Frage ein. Das heißt, wir werden dir deinen Namen nicht vorlesen, sodass er später im Podcast dann zu hören oder zu sehen ist. Also wenn du da eine Frage hast, kannst du die sehr, sehr gerne hier stellen und dann gehen wir auf das Thema ein. Hast du denn aus deiner Erfahrung heraus, du machst jetzt schon seit vielen, vielen Jahren Hypnosen, eine grundlegende oder so einen grundlegenden Tipp, wie ich mit Trauer umgehen kann, auch bis ich überhaupt mal zum Hypnosetermin komme oder generell für mein persönliches Framing von den Situationen, wie kann ich wenn es sehr, sehr weh tut und immer wieder hochkommt, wie kann ich selber mich auch dahingehend regulieren, um besser damit umgehen zu können? Ja, also wenn wir jemanden verlieren, dann tut das weh. Also dann haben wir einen Schmerz und das, da sind sich mittlerweile die Verhaltensforscher, Gehirnforscher ja sehr schlüssig und sehr einig drüber, wo das wehtut. Und das ist im Wesentlichen ist es genauso, als ob ich dir ein Messer in dein Bein reinramme. Also es ist echter körperlicher Schmerz. Das kann so weit führen, dass wirklich das sogenannte Broken Heart Syndrom, also gebrochenes Herz Syndrom, dass Menschen wirklich daran sterben. Ja, also krank werden und daran sterben. Und es ist völlig natürlich, wenn jemand geht, dass wir dann Schmerzen haben, dass wir den vermissen. Und das ist ja auch völlig legitim, wenn dieses Vermissen darüber hinausgeht, dass wir ja einfach irgendwann nicht mehr in der Lage sind, für uns da zu sein, Selbstfürsorge zu betreiben. Ja, das, und ich rede jetzt nicht von temporär. Ich rede jetzt auch nicht davon, wenn letzte Woche etwas passiert ist, diese Woche gut drauf zu sein. Darum geht es ja gar nicht. Es geht darum, wenn man merkt, okay, ich hänge in einer Schleife und aus der komme ich nicht raus. Dann gibt es im Wesentlichen fast immer die gleichen Ursachen dafür. Eine große Ursache ist das Thema Schuld. Also ich hätte es verhindern können, ich hätte es erleichtern können irgendwie, ich hätte irgendwas anders machen können, ich hätte es irgendwie, eine große Schuldfrage ist da im Raum, ganz häufig. Das ist das, was ich erlebe in den Hypnose-Coachings dann. Ja, ich bin schuld daran oder ich habe dazu geführt, dass es so gekommen ist. Ich hätte es erleichtern können, ich hätte es abkürzen können oder was auch immer da für Schuldthemen drin sind, ja. Und was ganz häufig auch ein Grund ist, dass Menschen von der Trauer in die pathologische Trauer, also diese dauerhafte, krankmachende Trauer übergehen, ganz häufig auch das Thema, etwas ist unausgesprochen. Also das letzte Gespräch wurde nicht geführt. Und das, was wir in der Hypnose halt machen, ist, wir nehmen in der Art und Weise, wie wir es können, in einem Termin die Schuld raus und führen dazu, dass quasi in, wie man das jetzt auch immer nennen möchte, im Geiste, im Universum, wie man das auch nennen möchte, dass da dieses letzte Gespräch stattfindet. Und dadurch, dass wir das so ermöglichen, kann derjenige wirklich Abschied nehmen und gesegnet, also mit dem Segen des Verstorbenen aus der Situation herausgehen. Und alles, wenn du mich fragst, was kann man tun, um aus der Trauer rauszukommen? Ja, die ganz leichte Überschrift heißt, mach aus der Trauer Dankbarkeit.
Aber das ist natürlich leichter gesagt als getan jetzt. Ne? Aber das ist im Wesentlichen, ist das, dass wenn wir uns an jemanden, der gegangen ist, wenn wir uns an den erinnern, dass wir an ihn in Liebe, in Güte, in Dankbarkeit erinnern, dass wir mit ihm die Zeit verbracht haben und nicht im Schmerz, im Leid, in der Dunkelheit leben, weil dieser Mensch nicht mehr auf der Welt da ist. Durch alle Coachings, die ich bis jetzt gemacht habe, ist eins immer wieder klar geworden, dass die Menschen, die gegangen sind, keiner von denen erwartet, für den ist es in irgendeiner Art und Weise wichtig, dass der Mensch, der geblieben ist, dass der leidet. Gab es nicht einmal in dieser Situation, in diesem Kontakt, den wir da herstellen können, gab es nicht einmal die Situation, dass der gegangen ist, auf den, der geblieben ist, das überträgt, du hättest es verhindern können, du hättest es anders machen können, ja. Du bist schuld, dass ich gestorben bin. Das gibt es nicht, das gibt es nur in unserem Mind, das ist nur unser eigener Mindfuck, das ist aber nicht das, was rauskommt, wenn wir mit Menschen arbeiten. Und das ist ganz wichtig, Karin, du weißt es ja, aber jetzt für alle da draußen, wir reden dir nichts ein in der Hypnose. Alles, was wir tun, ist, einen Raum zu schaffen, in dem du arbeitest. Also ich heile dich nicht, keineswegs. Ich stelle die Möglichkeit her, dass du dich selber heilst. Und das, was dann da passiert, das ist wirklich, wenn das Menschen erleben, es wird immer wieder als Wunder bezeichnet. Letztendlich ist es das, was wir brauchen, Heilung der Seele. Aber es hat das schön auf den Punkt gebracht, ne? Nicht der Hypnotiseur heilt, sondern der oder die Hypnotisierte heilt sich am Ende selbst. Und alles, was der Hypnotiseur macht, ist, den Raum aufzumachen und zu zeigen, da ist die Tür. Und dann kannst du durchgehen. Wir haben eine Frage hier bekommen, ja. Eben, und zwar, dass unsere Zuhörerin, Zuschauerin sehr, sehr stark darunter leidet, dass sie in der jetzigen Zeit durch Freunde und durch Bekannte und durch ihren Vater mangelnde Wertschätzung bekommt und sie das wirklich an ihre Grenzen bringt. Hast du einen Impuls dazu, wie sie damit umgehen kann? Ja, das erste Wichtige dabei ist, dass du in den Kontakt mit dir selber kommst. Also, liebe Fragestellerin, ja, komm in den Kontakt mit dir selbst. Geh da in die Stille, dass du dir selbst genug bist. Also wir Menschen sind soziale Wesen, wir brauchen Verbindung. Und ich kann das total nachvollziehen, alles, wirklich. Also, die Herausforderung, ich fühle da auch mit, also ich bin so fühlig, ich fühle, was andere Menschen fühlen. Ja, ich fühle mit, ich leide nicht mit, aber ich fühle mit. Und was du brauchst, ist, dass du in diese bedingungslose Liebe und Wertschätzung dir selbst gegenüber kommst. Geh in die Selbstfürsorge rein. Kümmere dich um dich, sorge dafür, dass es dir gut tut. Denn wenn du das hast, dann ist all das, was von außen kommt, also vom Papa jetzt oder von Freunden, Familie, dann ist das alles on top. Wenn du aber für dich selbst dafür sorgst, dass es dir gut geht, dann ist alles, was von außen kommt, die Kirsche auf der Sahnetorte. Aber wir sind da nicht in einer Abhängigkeit davon. Wenn wir merken, dass uns das fehlt und wir anfangen, darunter zu leiden, also erst in der Regel ja emotional, dann psychisch, dann irgendwann körperlich, wenn wir merken, dass wir darunter leiden, dann ist es im Prinzip immer eine Form, die wir da spüren, dass wir da so ein bisschen abhängig sind von unserem Umfeld. Sorg dafür, dass es dir gut geht. Kümmere dich um dich, was auch immer das jetzt für dich bedeutet. Vielleicht ist es Meditation, vielleicht sind es tolle Gespräche mit dir selbst, vielleicht ist es ein Spaziergang, vielleicht ist es aufs Wasser gucken. Geh in die Stille. In der Stille findest du immer alle Antworten. Außer, wenn du in der Trauer bist. Wenn du wirklich in der Trauer bist und dann immer in die Stille gehst, dann hängst du in so einer Gedankenspirale drin. Ja, und dann ist es wirklich wie so eine Unendlichkeitsacht, weil dann fährst du immer wieder den gleichen Film. Ja, nee, sie hat gerade noch geschrieben, ihr Vater ist auch gestorben im März 2020. Also ich denke mal, das Thema Trauer spielt dann da auch noch mit zusätzlich rein. Komm vorbei. Ja, ich wollte gerade sagen, buch dir einen Termin, Potenzialwecker mit Z, potenzialwecker.de/Hypnoseaktion. Genau. Ja. Also das ist das Tolle, wir sind wirklich deutschlandweit unterwegs. Also wirklich, egal wo du herkommst, du musst nicht zu mir nach Mecklenburg-Vorpommern kommen. Kevin hat die Anreise ja auch sehr genossen, aber du musst nicht nach Güstrow, 8,5 Stunden. Wunderschöne Mecklenburg-Vorpommern kommen. 4 Züge. Aber es hat sich gelohnt. Aber ich wäre für wenige so weit gereist und mit so vielen Zügen.
Gerade in der jetzigen Zeit. Ah, Ja. für dich habe ich es sehr gerne gemacht. Es hat sich gelohnt. Ich finde die Aktion großartig und Dankeschön. Caroline schreibt gerade auch, in Österreich gibt es Anlaufstellen und Termine und Genau. das ist auch großartig. Also wirklich sehr, sehr weit, sehr, sehr weit verteilt und gestreut. Und ich kenne ja einige von denen auch. Da sind ganz tolle Menschen mit dabei. Es sind alles sehr, sehr einfühlsame Menschen und sehr nahbare, ne? Also Menschen, die wirklich ein Interesse daran haben, dir zu helfen und dich da auf die Füße wiederzubringen, sodass du die Scheiße loslassen kannst, um deinen Weg wieder in all deiner Kraft und in all deiner Power und in all deiner Stärke und mit all der Selbstliebe, die du verdienst, auch weiterzugehen. Und ich feiere diese Aktion wirklich sehr und finde es ganz, ganz toll. Und hoffe, dass ja, dass jeder, der da Hilfe sucht, diese Hilfe auch bekommt. Und das ist immer so ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Viele haben ja auch so eine Hemmschwelle, dass sie sagen, ich gehe jetzt zu einem Coach oder zu einem Therapeuten oder überhaupt zu irgendjemandem, der sich mit meinem Schmerz, meinem Leid oder meiner Seele oder meiner Trauer in dem Fall beschäftigt. Und aus eigener Erfahrung, ich war bei Dutzenden Coaches, ich saß auch schon mal mit Therapeuten auf der Couch. Ich habe auch schon mal Antidepressiva gefressen, das hat mir am allerwenigsten gebracht. Ganz im Gegenteil, das hat mich völlig wahnsinnig gemacht. Dass ich eins sagen kann, das Mutigste, was du tun kannst, ist dir selbst einzugestehen, dass du etwas alleine nicht kannst, dass du ein gewisses Thema alleine nicht bewältigen kannst. Und das Zweitmutigste, was du dann tun kannst, ist jemanden dir zu suchen, der dir hilft und wirklich um Hilfe zu bitten. Also dir einzugestehen, da ist etwas, das kann ich nicht alleine. Und dann auch wirklich aktiv zu sagen, ich suche mir Menschen, die mir dabei helfen können. Und diese Hürde ist, glaube ich, für viele sehr, sehr groß. Aber es ist kein Zeichen von Schwäche, sondern zu sagen, ich brauche Hilfe und ich suche mir diese Hilfe, ist das größte Zeichen von Stärke, das du haben kannst. Weil diese Hilfe auch anzunehmen und aktiv zu fordern und wirklich was zu verändern, das braucht Mut. Aber wenn du diesen Mut hast und dir die richtigen Menschen holst an deine Seite, die dir helfen können, dann kannst du so krasse Schritte nach vorne machen und kannst so viel bewegen. Und ich habe mich so mutlos selber im Kreis gedreht über Jahre, weil ich immer sagte, ich kann das alleine, ich muss das alleine können, ich brauche keine Hilfe, ne, sonst was und kam überhaupt nicht weiter. Und als ich irgendwann mal so offen war, jemanden an mich ranzulassen und diese Hilfe anzunehmen, ging das in gefühlt Rekordzeit, dass sich Themen aufgelöst haben und sich dadurch mein Leben komplett verändert hat. Also von daher, das Mutigste, was du tun kannst, ist, um Hilfe aktiv zu bitten, wenn du sagst, ich komme mit Thema XY nicht mehr klar. Und gerade wenn du sagst, ich habe hier ein Trauerthema, nutz diese Aktion und nutz die Möglichkeit, hier ein kostenloses Coaching zu bekommen, wofür andere normalerweise bis zu 600 Euro bezahlen. Das ist der Oberkracher. Wir haben jetzt hier ganz viele Fragen. Ich gucke gerade Darf ich noch mal einen draufsetzen? rein. Pass auf, Bitte? ich möchte noch gerne, ich habe so einen Impuls, den möchte ich gerne mitgeben. Hau raus, Aber ich lese Fragen dir was auch in die gerne, Hand. ja? Fragen auch gerne. Also das, was Kerem eben gesagt hat, liebe Leute, wirklich. Also Schwäche sich einzugestehen, ist kein Zeichen von Schwäche, ist immer ein Zeichen von Stärke. Und das, was ich als zweites obendrauf geben möchte oder mit dazugeben möchte, das, was, also meine Wahrnehmung, die zwei Hauptgründe sind, warum Menschen sich keine Unterstützung holen. Erstens, weil sie denken, das ist ein Zeichen von Schwäche. Völlig richtig, bin ich voll bei Kerem. Und das zweite, was ich wahrnehme, warum Menschen sich keine Hilfe holen, weil sie nicht wissen, wie das gehen soll mit der Hilfe. Das ist ungefähr so, als wenn in deinem Auto deine Lichtmaschine kaputt ist und du nicht weißt, wie man die Lichtmaschine in deinem Auto repariert. Aber das ist auch gar nicht deine Aufgabe zu wissen, wie man die Lichtmaschine repariert. Deine Aufgabe ist es, das Auto zu dem zu bringen, der die Lichtmaschine für dich repariert. Und genauso ist es in einem Coaching, wenn es jetzt zum Beispiel um das Thema Trauer geht. Es ist gar nicht deine Aufgabe, dass du jetzt weißt und jetzt verstehst, wie das funktioniert. Deine Aufgabe ist es, dass du dich um dich selber kümmerst. Und wenn du da raus möchtest, wenn du sagst, du brauchst die Trauer noch, dann nimm sie, behalt sie auch. Das ist doch völlig in Ordnung. Nur wenn du sagst, du willst da raus, du willst gerne den nächsten Schritt machen, du hast jetzt lang genug getrauert und du weißt nicht, wie es weitergehen soll und du weißt auch nicht, ob Hypnose das Richtige für dich ist,
das wirst du erst wissen, wenn du es getan hast. Das ist so, als wenn dein Auto kaputt ist, die Lichtmaschine kaputt ist, und du bringst es in die Werkstatt. Du musst nicht wissen, wie der Mechaniker das macht. Du musst nur das Auto dahin bringen. Und genau so ist es bei uns. Wenn du zu uns kommst, du musst nur dich hierher bringen. Also diesen ersten wichtigen Schritt, wie Kerem sagt, dich überwinden, ja, den Schritt tun. Und das Zweite ist, das Vertrauen haben, dass wir das Know-how haben, es zu tun. Und alles, was dann passiert ist, du wirst geführt, du bist sicher. Und das Schlimmste, was passieren kann, wirklich das Allerschlimmste, kenne ich nicht, aber das Allerschlimmste, was passieren kann, ist, es bleibt, wie es ist. Das ist das Allerschlimmste, was passieren kann. Kenne ich aber nicht. Das stimmt. Wir haben hier ein Thema und ich glaube, das ist wahrscheinlich das Härteste, was ich mir vorstellen könnte. Mein Sohn hat sich umgebracht. Ich habe ihn tot in seinem Zimmer gefunden, in seinem Bett gefunden, wie schon lange vorher befürchtet. Er wurde 27 Jahre alt und ich habe so um sein Leben gekämpft. Ja, allein wenn ich es vorlese, kriege ich Gänsehaut. Und ja, ich glaube, dein eigenes Kind zu Grabe tragen zu müssen, ist vermutlich das Schlimmste und das Schwierigste zu bewältigen. Wie, was ist dein Impuls dazu, damit umzugehen, gerade wenn es das eigene Kind ist? Es ist die Entscheidung des Menschen zu gehen. Es ist nicht unsere Aufgabe, Menschen durchs Leben zu tragen. Es ist die Entscheidung der Menschen, dass wenn wir helfen, wir können Hände reichen, wir können alles tun, aber wenn die Menschen sich dann entscheiden zu gehen, aus welchem Grund auch immer, dann ist es nicht unser Versagen, es ist nicht unsere Schuld. Wir sind nicht daran schuld. Es ist eine Entscheidung, die in den Menschen passiert. Ja, und es ist so krass, wirklich, auch was gerade in Deutschland passiert, das Alter der Menschen, die da gehen, die da Suizid betreiben. Liebe, liebe Leute da draußen, wenn solche Gedanken bei dir im Kopf sind, hol dir Unterstützung. Es gibt so viele Wege, auch wenn du sie nicht siehst. Es gibt so viele Wege daraus. Ich möchte es nochmal sagen. Und Kerem macht das, die Telefonnummer da rein, der Seelsorge. Ja, es gibt, melde dich bei uns, melde dich dort. Bitte mach, bitte, es gibt so viele Wege daraus. Und für dich als Dagebliebene jetzt, komm vorbei. Ich kann es nur so sagen, komm vorbei. Dass du für dich wieder in den Frieden kommst. Es ist, wird immer so gesagt, es ist schwer nachzuvollziehen für Menschen, die das nicht erlebt haben. Aber ich habe mit wirklich vielen Menschen schon gearbeitet, die unter Trauer leiden, auch Eltern, deren Kinder gegangen sind, entweder durch Krankheit oder durch andere Todesursachen, wie zum Beispiel auch Suizid. Ich habe mit diesen Eltern gearbeitet und das ist das Wunderbarste für uns Coaches, wenn jemand kommt, leidet, das Herz gebrochen ist, am Boden ist, nur Dunkelheit im Leben ist, alles trübe, alles, ja. Und dann kommen die zu uns, mir ein Treffen und wir schaffen es, dass das Thema Schuld rausgeht, dass die Dankbarkeit kommt, dass die Liebe kommt und wie diese Menschen dann strahlen. Ein Treffen und nach dem Treffen sitzen, ich darf keine Heilversprechen, ich gebe auch keine Heilversprechen, ich gebe den Veränderungsversprechen. Wenn die Menschen nach dem Treffen, also wirklich unmittelbar danach, stellen wir die Frage und wir fragen das. Denk mal bitte an die Person, die gegangen ist und guck mal, fühl mal rein, welche Gefühle kommen hoch. Es sind nur strahlende Gesichter, die da vorne sitzen, die selber von sich verblüfft sind, das erste Mal seit dem Tod an diese Person zu denken und in der Liebe zu sein. Und nicht, weil wir es eingeredet haben, sondern weil diese Menschen es schon wollten und sich durch uns es erlaubt haben. Ja, was wir tun ist, wir begleiten, es ist wie so ein Bergsteiger, wir helfen, wir zeigen die Route, aber den Weg geht jeder selbst und danach, wenn wir diesen Weg gegangen sind, sind die Menschen in der Liebe, sie sind in der Freiheit, sie sind wieder, das ist wirklich so, du siehst es am Gesicht, es hält sich auf, es ist also wirklich so, sie kommen zurück in das Licht. Ich kann sie nur, liebe Frau mit dem Sohn, der für sich entschieden hat, er hat es entschieden. Wenn du Unterstützung möchtest, komm vorbei. Danke dir für die Erklärung. Ich glaube, das war sehr, sehr nachvollziehbar für alle, die zuhören. Ich habe gerade mal parallel auf der Webseite hier geschaut. Also egal, wo du in Deutschland bist, mit 2 bis 3 Stunden maximal im Auto bist du bei einem der Coaches, die hier auf der Webseite stehen. Also genau. Ich glaube, niemand muss sich länger als 3 Stunden ins Auto setzen, um irgendwo hinzufahren. Und für einen kostenfreien Termin lohnt sich das allemal. Und wie gesagt, auch Caroline in Lofer in Österreich
ist da mit dabei, also auch für die Österreicher jemand, der vor Ort helfen kann. Noch zwei Impulse hier aus dem Chat. Eine Frage war, ich komme momentan nicht in die Hypnose, weil mein Kopf noch so voller Trauer ist, weil mein Vater vor 4 Wochen plötzlich verstorben ist. Wie gehst du mit so jemandem an das Thema Hypnose ran, wenn jemand sagt, ich kriege das irgendwie gerade nicht hin? Erstmal mein Mitgefühl für dich und deinen Papa. Wenn wir arbeiten, also nee, ein vorher noch ansetzen. Frage dich, ob du nach 4 Wochen bereit bist, diesen Schritt zu gehen, aus der Trauer rauszukommen, oder ob die Trauer gerade noch für dich wichtig ist. Trauer dauert so lange, wie wir uns entscheiden. Also in dem Augenblick, wo du sagst, du möchtest gern noch in der Trauer sein, sei doch bitte auch in der Trauer und dann gesteh dir dieses Gefühl auch ein, alles, was dazugehört, alle Phasen der Trauer, die dazugehören. Ja, es gibt Menschen, die trauern eine Woche und es gibt Menschen, die trauern 2 Monate, 3 Monate oder ein halbes Jahr. Ja, das ist doch jedem das Seine. Und da etwas mit Druck oder Zwang bewirken zu wollen, ich muss jetzt wieder funktionieren oder so, bitte, ja, bitte, bitte, bitte. Also die erste Frage ist, fühl mal in dich rein, in so einen Moment der Stille und überprüfe mal, bist du denn bereit, wieder diesen Schritt zu gehen, also rauszukommen aus der Trauer, wieder zurückzukommen in das Leben, also in diese Liebe, in die Leichtigkeit zurückzukommen, in Liebe, Dankbarkeit an deinen Papa zu denken. Und wenn du dazu bereit bist, dann habe ich eine Ermutigung für dich. Du brauchst keine tiefe Hypnose. Das, was wir tun in dem Augenblick, und das ist unglaublich, ich arbeite in dieser Art und Weise mit Menschen auf der Bühne, wenn der Saal voll ist. Das heißt, wir brauchen nicht eine halbe Stunde Versenkungsarbeit, Vertiefungsarbeit zu machen. Wir brauchen eine Minute Vorbereitungszeit. In der Hypnose gilt wie in der Medizin so viel Narkose wie nötig, aber nicht wie möglich. Und so ist es auch in der Hypnose. Wir brauchen für das, was wir tun, für das Thema Trauer, brauchen wir keine tiefe Trance oder ähnliches. Du musst nicht tief reinkommen. Ja, wenn du Angst hast, dass du dich gar nicht entspannen kannst, melde dich bei demjenigen, wo du hinfahren möchtest. Dann kriegst du sogar eine Vorbereitungs-MP3, sodass du trainieren kannst, da reinzukommen. Und das haben wir extra so gemacht, dass Menschen, die sagen, Mensch, ich bin gerade so auf 180, ich bin so unter Strom, ich bin so voller Gefühl gerade einfach, dass es nicht möglich ist, für mich mal tief durchzuatmen. Genau dafür haben wir vorbereitend eine MP3. Wird aber in 99,9% der Fälle nicht nötig sein, weil wir keine tiefe Trance benötigen. Okay, also wenn du sagst, jetzt nach 4 Wochen, du bist soweit, du kannst diesen Schritt tun, dann melde dich, wir legen los. Ich danke dir. Dann hatten wir die Frage einer Zuschauerin, dass sie gerade nicht in die Trauer reinkommt, obwohl sie es gerne würde, weil ihre Mutter gestorben ist und sie schafft es nicht zu trauern. Das sind ja auch Phasen der Trauer. Also wenn man sich mit Trauer und Trauerarbeit auseinandersetzt, dann siehst du, dass Trauer aus verschiedenen Phasen besteht. Trauer ist ja nicht, wir sind jetzt traurig, sondern Phasen der Trauer ist auch die Abgestumpftheit, ja, die Gefühlslosigkeit, dieser Zeitraum, in dem wir nicht in das Gefühl kommen, wo wir das auch gar nicht greifen können. Dann gibt es Phasen, wo wir überfordert sind, dann gibt es Phasen, wo wir wütend und zornig sind, wo wir uns machtlos fühlen. Ja, es gibt emotionale Phasen, emotionslose Phasen. Trauer ist nicht immer nur traurig sein. Auch das Gefühl der Gefühlslosigkeit ist eine Form der Trauer. Ja, und das gehört für einige mehr und für andere weniger dazu. Wenn das generell ein Thema in deinem Leben ist, dass du generell ein Thema hast, ins Gefühl zu kommen, dann scheint es da noch etwas anderes zu geben, was das verhindert. Und auch daran können wir dann arbeiten. Nur wenn du sonst überall sagst, ja, ich bin im Gefühl nur in diesem einen Bereich nicht, dann ist es, oder nicht ist das, sondern kann das, ja, also keine Ferndiagnose jetzt, ja, ohne den Patienten gesehen zu haben, aber es kann ein Abschnitt in der Trauer sein, nicht in das Gefühl reinzukommen. Also völlig, völlig legitim, völlig normal, ja. So wie total wütend sein und sich zurückziehen und mal nichts essen können und trinken können, nicht schlafen können, auch ganz normale Zustände in der Trauer sind, ja. Also es gehört irgendwo alles dazu, je nachdem, wie wir so sind. Jeder Mensch ist anders. Danke dir. Dann hatten wir gerade noch eine Frage, ein bisschen weg von Trauer, aber wir können es hier zum Thema Hypnose ja gerne noch
mit dazu schieben, hilft das auch bei Stottern oder kann es auch bei Stottern helfen, die Hypnose? Wenn Stottern, also wenn alle organischen Sachen ausgeschlossen sind und über 90% der Menschen, die an Stottern leiden, da ist es ja ein psychisches Thema, ein emotionales Thema. Also wenn der Stress hochgeht, dann geht auch das Stottern hoch zum Beispiel. Ja, wenn der Druck hochgeht, ja, dann geht das Stottern hoch. Und wenn das so ist, alle organischen Sachen ausgeschlossen sind, ist gerade mit Hypnose das unglaublich, weil auch hier eine Sitzung, ein Treffen, ein Hypnose-Coaching und die Stotterei ist raus. Ohne jetzt ein Heilversprechen zu geben, darf ich nicht. Ich rede einfach aus meiner Erfahrung. Machen wir es einfach so. Menschen, die bei mir waren, die unter diesem Thema gelitten haben und mit denen ich arbeiten durfte, ich habe mega geniale Erfahrungen gemacht. Die Menschen sind mir heute noch dankbar mit einem einzigen Treffen. Dann nutzt das Thema Hypnose sehr, sehr gerne für euch. Und wenn ihr ein Trauerthema habt aus den letzten 20 Monaten und da die Trauer nicht so bewältigen konntet, wie ihr das wolltet, dann nutzt gerne das Angebot der Hypnoseaktion von Giron und deutschlandweit fast 20 Hypnose-Coaches, dass ihr kostenlos ein Coaching im Wert von bis zu 600 € bekommt und geht auf Potenzialwecker mit Z, potenzialwecker.de/ Hypnoseaktion. Und da findet ihr alle Infos. Wir packen den Link natürlich auch in die Podcast-Shownotes, das ist gar keine Frage. Ich habe gerade noch einen Impuls, wenn liebe Menschen da draußen, wenn ihr ein Thema mit Trauer habt, es muss nicht immer nur sein, dass ein Mensch gegangen ist. Ja, also auch wenn geliebte Tiere von uns gehen und so unsere Begleiter auf dem Weg und wir in der Trauer sind. Ich habe auch mit Menschen schon gearbeitet, die ihre Tiere verloren haben und nicht rauskamen aus der Trauer, da festhingen, ja, weil da auch Schuld und Ähnliches im Spiel war. Auch wenn ihr darunter leidet, Trauer ist Trauer, egal um wen ihr trauert. Trauer ist ja dein Gefühl, egal was für ein Wesen dahinter steckt. Ja, also auch keine Scham jetzt, wenn du sagst, ja, mein Hund, meine Katze, mein Pferd, was auch immer jetzt. Ja, also dieses Wesen ist gegangen und ich hänge in der Trauer fest. Ich komme nicht raus. Ich will, aber ich komme nicht raus. Melde ich. Ja, dieser Vergleich ist einfach so passend. Ne? Wenn wir in der Trauer sind, dann fühlt sich das irgendwie alles so dunkel an. Das ist ja wie Dunkelheit, als wenn da nur noch Wolken hängen, den ganzen Tag. Ich kann dir versichern, hinter den Wolken scheint immer die Sonne. Und lass uns gemeinsam, wenn du soweit bist, ja, wenn du soweit bist, nichts erzwingen, aber wenn du merkst, es ist jetzt an der Zeit, dann lass uns gemeinsam die Wolken zur Seite blasen, die Wolken zur Seite fegen, dass die Sonne wieder scheint. Denn hinter den Wolken scheint immer die Sonne. Wichtige Frage zum Abschluss. Ist die Aktion nur für Menschen, die Menschen während Corona verloren haben oder auch für Menschen, die unabhängig davon trauern? Ja, wir haben natürlich jetzt aufgrund dieser Maßnahmen, die jetzt, also das ist ja, muss ja vorstellen, da brennt ja schon, wenn wir das so vergleichen, da brennt ein Feuer. Also wenn Trauer ein Feuer ist, dann ist die Maßnahmen, die damit in Verbindung stehen, das ist nochmal so ein Brandbeschleuniger, der da immer wieder raufkommt. Also wenn wir darunter leiden, dass der Mensch gegangen ist, das ist ja so das eine. Wir leiden darunter, dass wir sind traurig, dass der gegangen ist. Aber wenn das jetzt noch verhindert wurde, wenn Trauerarbeit verhindert wurde, wenn Beerdigungen verhindert wurden, ja, wenn wir also nicht gebührend Abschied nehmen konnten, dann ist das ja, das ist ja, boah. Deswegen haben wir die Aktion gestartet. Also unser Ansporn war es zu sagen, okay, das ist der Hauptfokus, auf dem wir sind. Wenn wir jetzt natürlich, wir können jetzt, wir sind, heute hat übrigens noch eine Frau sich gemeldet. Hallo Julia, falls du da bist. Also ich habe das schon wahrgenommen. Wir sind also jetzt wirklich insgesamt 20 Hypnose-Coaches und wir können insgesamt 200 Menschen helfen. Wenn es jetzt so ist, dass nicht 200 Menschen diesen Schritt zu machen, dann lohnt es sich auf jeden Fall zu sagen, hey, melde dich bei uns und wenn die Kapazität reicht, also melde dich bei dem Coach deiner Wahl auch, ja, nimm dir den da raus aus der Liste, melde dich bei dem und wenn es passt, dann bist du natürlich mit dabei. Wenn jetzt haben wir gesagt, okay, wir machen es aufgrund Corona, ja, oder aufgrund der Maßnahmen, nicht Corona, der Virus ist ja gar nicht schuld daran, sondern eher die Maßnahmen. Deswegen haben wir das ins Leben gerufen. Wenn jetzt natürlich da noch Kapazität ist, dann machen wir natürlich auch da, also dann helfen wir dir auch, klar. Danke dir. Und dann war eben noch die Frage von der Dame, die stottert, ob sie denn kommen darf. Ich sag mal, ja, du darfst kommen. Und Jeroen hat es gerade beantwortet. Für das Thema einfach mal ein Coaching buchen, ne? Und das gerne auch bezahlen. Da macht ja jemand auch seine Arbeit dafür.
und dann die Gratis-Coachings wirklich für die Personen lassen, die das harte Trauerthema haben. Ich glaube, ja, zu sagen, die verdienen es mehr, ist fies, aber ihr wisst, was ich Nee. meine. Es ist ja eben, um gerade dieses Thema loszulassen in der Zeit, wo Menschen ganz, ganz viel auf Distanz gehalten werden, wo Menschen ganz viel auf sich gestellt werden, dass wir da eine Anlaufstelle liefern wollen, dass Jeroen mit der Aktion eine Anlaufstelle liefern möchte, um dieses Thema besser zu bewältigen. Dass dieser Schmerz gehen darf. Ne? Aber das Thema Stottern ist was, das kriegst du mit Hypnose bestenfalls auch sehr gut in den Griff, wie Jeroen schon gesagt hat. Und da empfehle ich einfach auch, such dir einen der Coaches und buch dir da einen Termin. Und dann ist das, glaube ich, auch was super helfen kann. Die Zeit wird nicht reichen. Das ist halt der Punkt auch noch ganz Ja. wichtig. Also das Thema, also wir haben jetzt uns auf einen Fokus gelegt mit dem Thema Trauer. Und Trauerarbeit ist was anderes, also ein anderer Prozess, als wenn wir das Thema Stottern heilen jetzt. Und von daher wird der ganze Tagesablauf nicht funktionieren, wenn da drin quasi jemand kommt, der das Thema Stottern hat, das Problem, das Thema Stottern hat, weil dann wird der Tagesplan komplett gesprengt. Ja. Ja, also beim Thema Trauer sind wir in kürzeren Taktungen. Also ich kann beim Thema Stottern jetzt zum Beispiel, könnte ich mit 3 Personen am Tag arbeiten. Beim Thema Trauerarbeit kann ich mit 5 Personen am Tag arbeiten. Auch ein Ja, und wichtiger Punkt. deswegen wird der Rahmen da auch einfach gesprengt. So, deswegen Also, nochmal richtig. wir haben noch 1 Minute 20, dann ist das live hier bei Instagram vorbei. Also kommen wir zum Ende. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Danke für diese Aktion. Potenzialwecker mit z.de/Hypnoseaktion. Da findet ihr alle Coachings, Orte und Termine auf der Webseite potenzialwecker.de, sowieso alles über Jeroen, was er sonst noch macht, seine Seminare. Und ihr könnt ihn auch nächstes Jahr bei unserer Brave Love Mastery auf der Bühne sehen zum Thema zwischenmenschliche Kommunikation in der Beziehung. Da freue ich mich auch sehr drauf. Aber da gehen wir jetzt hier nicht näher drauf ein. Das als kleiner Sneak Peek vorweg im Ende März 22, die Brave Love Mastery. Und ja, an dieser Stelle vielen, vielen Dank an meinen heutigen Gast, Jeroen Jörn. Und heute sehr, sehr intensiv zum Thema Trauer. Und ja, das Schlusswort gebührt wie immer meinem Gast, in dem Fall dir, lieber Jeroen. Vielen, vielen Dank. Also ich danke dir. Ich danke dir. Ich danke dir für das, was du tust, dass du diesen Rahmen hier bietest, ja, dass wir da so mit dieser tollen Aktion helfen können. Ich danke dir auch für das, was du tust. Ich finde deine Videos, gerade das letzte, habe ich gesehen. Unglaublich. Bleib einfach weiter. Vielen Dank.